Oh, da fällt mir ein, wir sollten vielleicht einfach mal die ganzen Bestattungsteile nehmen und die da runterbringen. Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, was ich meine, ne? Nicht hier. Die Dinger hier, die sollten wir mal wieder verkaufen. Das nehmen wir auch mal mit. Nennt es irgendwas so mächtig wie Geld. Was mache ich denn nochmal damit? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe gesehen, das Brot ist gerade fertig geworden, aber das ist ja eigentlich egal. Dann bleibt es halt ein bisschen liegen. Kann ich das von hier aus? Schleppen wir ein paar Maden mit uns rum, zusammen mit dem Brot. Das wird echt lecker. Ich habe echt immer die schlechtesten Momente, um in die Stadt zu gehen eigentlich, ne? Es ist gerade eigentlich ziemlich unpraktisch. Es wird gleich schon wieder dunkel. Habe ich gerade Geld? Nein. Das ist nicht nennenswert viel. Wir mussten doch irgendwie die Mühle reparieren aus irgendeinem Grund, ne? Weil wir einfach hier für alles standardmäßig zuständig sind. Könnte man sich theoretisch kaufen. Mühle reparieren. Papier mit Berechnungen. Ja, was würde mir das denn bringen? Vor allem, wie kann der mir Mehl verkaufen, wenn die Mühle kaputt ist? Das macht überhaupt keinen Sinn. Frag nicht nach, Morty. Sei froh, dass du es kaufen kannst. Verkaufen die hier Wein oder so? Man kommt halt gar nicht erst rein. Dann halt nicht. Warum ist der Esel eigentlich so ein Arsch geworden? Immer dasselbe. Langweilig. Nee, habe ich nicht. Was bringt der denn? Es wäre echt geil, wenn man vorher sehen könnte, was das Zeug bringt. Fleischpaket. Ich brauche halt eigentlich nichts von dem, was er da hat. Fischnuggets, boah, geil. Alles klar, Horadrick. Man sieht sich. Ich müsste Saatgut auf jeden Fall eine Menge kaufen. Sonst noch irgendwas? Beim Schmied brauche ich ja an sich nichts mehr, ne? Kann ich inzwischen alles selber machen. Gibt es noch irgendeinen Wein? 20. Wo kriege ich denn Flugblätter her? Okay. 20 Schüsseln. Wieso steht beim Esel eigentlich nicht, was wir was brauchen? Und wo kriege ich Öl her? Ja, ich weiß, wo wir Öl herkriegen. Interessanterweise weiß ich mal was. Nö, sonst haben wir nicht wirklich was Interessantes, was wir uns kaufen müssten. Das Problem ist, es ist jetzt gerade erst Nacht geworden. Was mache ich jetzt die ganze Zeit? Das ist so ungünstig. Ich kann mir noch mal ein paar Eier kaufen. Mache ich immer nur das kaufe, irgendwie merkwürdig. Ich meine, wo kann man Papier kaufen hier? So, und ich kann jetzt auch keinen Baum fällen, dann muss ich den ganzen Kram ja wieder zurückschleppen. Wo laufe ich gerade überhaupt hin? Ich bin hier und laufe nach oben. Da haben wir tatsächlich noch was gar nicht erkundet. Oh. Na denn. Schwingen wir unsere Galoschen mal nach oben, was? Ist das schon das, was wir noch nicht kennen?
Ich rieche etwas Leckeres und Rauchiges. Ein brennender. Egal. Ein Roma. Ein Roma-Baron. Frentro, jemand ins Hochsteady, die Hand liest, solltest du in die Stadt gehen. Dort versuchen alle verzweifelt genug Geld zu verdienen, um sich wenigstens einen trockenen Laib Brot kaufen zu können. Das ist ein wunderbarer Geruch. Was riecht hier so gut? Das ist großartig, oder? Das ist mein Kebab. Ein altes Familienrezept. Bring mir ein paar gute Fischfilets und ich bringe es dir bei. Okay. Mehr kann ich hier nicht machen? Wahrscheinlich nur die Einstiegsquest. Da vorne ist, glaube ich, schon wieder eine Absperrung. Oh. Oh. Was ist das denn jetzt hier? Ist das Militärlager von denen, oder? Moin. Was ist das? Dieser Pfad führt zur Burgfeste. Der Weg ist versperrt. Die Toten haben ihn jetzt angelegt. Der Weg ist versperrt. Und die Toten wachen über ihn. Weil was? Okay, da ist also eine Festung. Und hier oben geht es eigentlich nur in den Wald wieder rein. Da muss ich jetzt eigentlich nicht unbedingt rein, denke ich. Den habe ich mir schon mal angeguckt. So, es ist aber auch jetzt wieder Tag. Das heißt, ich könnte mir jetzt Öl kaufen und dann noch zum Bauern und mir da Saatgut kaufen. Theoretisch könnte ich mir auch mal Milch und so mitnehmen und mir Kuchen backen. Eier habe ich ja schon. Ich glaube, ich komme jetzt auch jetzt... Ne, ich komme jetzt nicht direkt beim Milch vorbei, aber egal. Beim Milch. Ja, wahrscheinlich bist du Dings. Oh. Geht denn auch dieses Öl oder geht das gar nicht? Ich brauche natürlich auch Seil für mein Schwert, ne? Zwei Stück. Dann kaufe ich das einfach. Und einmal Öl bitte. Das ist teuer. Ich frage mich halt auch, wo der Astrologe ist. Der müsste doch eigentlich da sein. Zumindest steht da ja eigentlich sein Zeug. Aber wahrscheinlich bin ich immer beim falschen Tag einfach da. Oder habe ich den schon irgendwo gesehen und ist mir nur nicht aufgefallen? Was wolltest du nochmal von mir? Ach ja, Motten. Ui, die sind aber teuer. Verkauft aber ganz schön viel Fischsorten hier unten. Alter Daus. Kennt jemand, der dieses Wort tatsächlich noch benutzt? Mal gucken, eigentlich müsste doch hier irgendwo stehen, oder? Bauer Holzfäller Roma, Brammüller Wagner Dress, Bauernsohn, Jurik Rosa Schafshirte. Imker, den haben wir offenbar auch noch nicht gesehen. Der Kapitän Cory Diggle Kaufmann, Inquisitor, Schlangen, Gary Friedhofswächter. Rede mit dem Astrologen über das Portal. Aber wer ist denn der Astrologe? Wir wissen, dass es ihn gibt, aber wir haben ihn noch nie gesehen. Sehr mysteriös. Dann würde ich jetzt aber sagen, gehen wir mal wieder Richtung Bauer. Das mit der Milch lasse ich, glaube ich, erstmal noch. Das mag zwar ganz cool sein an sich. Ich sehe gerade, der Part ist schon wieder viel zu lang. Habe ich es nicht beendet? Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ist schon zu lang. Ich gerade einfach in der Mitte. Das macht es einfacher. Dann habt ihr zwar keine Begrüßung gehabt. Übrigens, willkommen zum Part. Aber, naja. Ist ja sowieso nicht unbedingt nötig. Wer warst du eigentlich?
Hätte ich bei dem schon längst den Kram lernen können. Moin. Grüß dir. Mehl. Weizensamen kann ich mir tatsächlich auch holen. Das ist natürlich gut zu wissen. Rübensamen brauche ich leider aber auch. Warum ist das direkt so viel Zeug, dass ich mir nichts mehr leisten kann danach? Ich kann mir 2,36 leisten. Von wegen. So, 8 von beiden und jetzt bin ich mal wieder pleite. Wow. Oh, da unten war auch ein Kohleflöz, das habe ich gar nicht gesehen. Hallo? Achso, den konnte ich ja nicht ernten, warum auch immer. Dieses Spiel ist ganz schön teuer. Wir sollten vielleicht noch da oben mal lang gehen. Einfach um zu gucken, wo es... Okay, da geht's nirgends hin. Hat sich damit schon erledigt. Aua, gerade irgendwie etwas Kopfschmerzen. Aha. Was wollte ich jetzt als nächstes machen? Ich sollte auf jeden Fall das Zeug, was ich jetzt gekauft habe, auch anpflanzen. Was habe ich eigentlich alles mitgebracht? Stimmt, wir haben auch Öl. Einmal Weizen bitte. Dann noch einmal das Zeug und einmal Weizen bitte. Dann einmal das Zeug und einmal Rüben. Hatte ich keine Pflanzenabfälle mehr. Komisch. Ich glaube, wir brauchen ein paar mehr Beete. Vielleicht sollte ich mal die mit Stäben machen. Ich weiß noch nicht genau, was es bringt. Bauen wir die mal dahin und gucken danach, was es bringt, denke ich. Dann müssten wir es dadurch eigentlich sehen. Wo kann ich überhaupt Stäbe machen? Oh, hier komme ich tatsächlich nicht mehr durch. Oder konnte ich die irgendwie direkt im Inventar oder so bauen? Ach, Stäbe, ja, ich erinnere mich. Die musste ich ja direkt sammeln, indem ich die Sträucher kaputt mache, ne? So. Wie viel haben wir denn jetzt? 6? Ja, reicht für genau ein Beet, Mensch. Ja, sollte ich vielleicht noch holen. So. Ja, gut, geben wir ihm das Scheißöl. Wehe, der kann kein Hanföl gebrauchen. Also dann... Gut. Oh, jetzt wird's endlich ruhig und ich kann weiter über meine Theorie nachdenken und wie ich den Kapitalismus besiege. Die Hafenratten sind auch schon auf meiner Seite. Schön für dich. Mistvieh. Er hat doch gesagt, ich soll ihm jedes Mal 5 geben. Frechheit. Wer hat jetzt einfach 10 eingesagt? Was soll denn das? Ganz ehrlich, es ist doch teurer für mich, 8 so viele Karotten anzupflanzen. Das ist doch total sinnlos für mich. Muss das nicht mal eins weggegangen? Das ist immer überraschend. Mir ist leider eins von den falschen weggegangen. Machen wir es in meiner logischen Reihenfolge. Erstmal die Haut weg. Das dürfte es doch eigentlich einfacher machen, an den Rest ranzukommen. Oh. Dann jetzt das Fett.
Reicht mir eigentlich. Kann ich die ja ernten? Die sind irgendwie so. Nee. Ich nehme an, ich habe keine Stäbe mehr. Ah, was für Samen? Die hier ja scheinbar nicht. Das sind wohl irgendwelche Rankpflanzen. Bastel ich jetzt einfach alle hin. So. Natürlich. Ich glaube, das lasse ich lieber so Maden futtern. Das muss gerade noch nicht sein, glaube ich. So, erstmal wieder hinlegen. Morty, schneid doch die Schlafszenen raus. Ja, genau. Dafür habe ich auch Zeit, jede einzelne Folge nach Schlafszenen zu untersuchen. Wofür ich den Kram aufhebe. Kann ich denn zu irgendwas gebrauchen? Bisher ja nicht. Vielleicht kann ich irgendwann sowas einbalsamieren. Oh, ich kann Sandwiches machen, 2 Stück. Deshalb brauche ich Energie, um Energie wieder zurückzubekommen. Das ist natürlich voll effektiv. In Klammern, da bin ich mir nicht so sicher. Man zieht euch alleine rein, was wir hier jetzt gerade daran verschwendet haben. Da können wir Fleisch herstellen, dafür bräuchten wir Milch. Die wir ja nicht gekauft haben. Kann ich aber auch irgendwie nicht bereuen. Wir brauchen Brennstoff. Lohnt sich eigentlich kaum. Naja. Na, guck mal einer an. Nein! Die Kiste. Stimmt, ich wollte mir ein Schwert basteln. Fleisch und die Maden können da auch rein. Die sind ja auch lecker essen. Achso. Und ich kann natürlich dich auch noch gleich braten. Ja, ja, genau dich. Oh ja. Was brauche ich für das Schwert noch? Noch einmal komplexe Eisenstücke. Dann backe ich mir jetzt mal ein neues Schwert. Deswegen kostet es immer 10. Man gibt ihm einmal das für die Leiche, die man gerade hat, und dann noch die für die das nächste Mal bringt. Und danach steht er dann wahrscheinlich da wieder. Wie bestellt und nicht abgeholt. Energieverbrauch minus 2. Energieverbrauch minus 2, 5 Schaden. 10 Schaden. Ja, das ist schon doppelt so viel Schaden. Geil. Erstmal weg damit. Das kann auch erstmal hier rein. Die Geschichte auch, warum auch immer ich die mit mir rumschleppe. Gut, aber wir haben jetzt nur die neuen Werkzeuge. Haben wir die auch ausgerüstet, wenn ich es mir recht überlege? Nein. Wo ist meine Axt hin? Ach da. Na gut, die kann wegbleiben. Komme ich da zwischendurch? Nein. Ist ja gut, dass ich da nicht auch welche angebaut habe. Es wäre echt doof gelaufen.
graben wir hier nochmal alles um. Und danach müssten wir den ganzen Kram nur noch anpflanzen, weil wir gar nicht mehr so viel Zeug zum Anpflanzen haben. Hm. Ich pflanze das ja auch alles total sinnfrei an. Einfach alle einmal hier was und da was. Ja, das kannst du da auch so. Wie viel brauche ich davon eigentlich? Ach, wirklich nur eins. Ja, dann hätte ich das wirklich mal dran packen können. Ich weiß nicht, was der Dünger bringt. Wächst es einfach nur schneller oder? Ist noch irgendein Sinn? Ich meine, jetzt sehe ich ja nicht mal mehr, dass es gedüngt war. Gucken wir uns mal ein paar Eimer Wasser. Einfach nur, damit wir dann mal ein bisschen was haben. Entsprechend. Wieso auch mal wieder, weil wir jetzt vier Eimer hatten. Den ganzen Kram können wir jetzt da entsprechend reinwerfen. Das auch. Und die Karotten auch. Wobei wir die eigentlich für den Esel brauchen. Egal, gehen wir morgen. So, aber apropos morgen. Ne, der nächste Part kommt zwar nicht morgen, aber ich beende ihn jetzt an der Stelle. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss und danke fürs Zusehen.